Jürgens Gedanken zum Tag. Freiheit durch Bindung. In einer Predigt habe ich einmal den Satz gehört, wir brauchen nicht mehr Informationen, wir brauchen mehr Offenbarungen, was im Englischen ein schönes Wortspiel gibt. We don't need more information, we need more revelation. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass dies absolut wahr ist. Wir hören so viel, wir meinen so viel zu wissen, aber wir kommen schnell in unserem Leben an Punkte, an denen wir scheitern. Ich finde es absolut aufregend, dass es in der Geschichte des Apostel Paulus immer wieder vorkam, dass er in eine Stadt wollte, der Geist Gottes ihm aber sagte, er solle das nicht tun. Ich weiß nicht, ob es äußere Umstände waren oder Gottes Geist, der in Paulus so laut redete, dass er es verstand. Ich sehe aber, dass Paulus nicht nur Informationen hatte, sondern Offenbarungen. Paulus lebte in Freiheit. So oft entscheiden wir uns für etwas und beten dann, dass es gelingt. Wie viel besser wäre es, wenn wir erst beten würden und dann entscheiden, was wir tun sollen. Paulus schreibt, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Galater 5, 16 und 18. Dadurch habt ihr Freiheit. Ich glaube, wir versuchen dies oft genau umgekehrt. Wir versuchen, nicht das Falsche zu tun, sodass wir das Richtige tun können. Aber ich glaube, es wäre besser, das Richtige zu tun, sodass das Falsche gar keinen Platz in unserem Leben hat. Zum Beispiel glaube ich, dass es schwer ist, eine schlechte Angewohnheit zu brechen, indem du dich anstrengst. Es ist einfacher, in gute Angewohnheiten zu investieren, sodass es immer weniger Raum für die schlechten Angewohnheiten gibt. Viele Christen, die ich kenne, versuchen, die Dunkelheit in dieser Welt loszuwerden. Ich denke, was wir tun sollten, ist, das Licht einzuschalten. Deswegen brauchen wir Offenbarung, das Wirken Gottes in unserem Leben, denn wir können dies nicht von uns aus tun. Es macht dich nicht glücklich, wenn du immer nur gegen die Dunkelheit kämpfst, gegen deine Schwächen, gegen deine Verletzungen, gegen Dinge, die falsch laufen in deinem Leben. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute, sagt Römer 12, 21. Ich hatte viel Groll in meinem Herzen, weil meine Kindheit in vielen Bereichen alles andere als schön war. Hilft mir der Groll? Nein. Macht dir mein Leben besser? Nein. Ich habe gelernt, dem Bösen einen Tritt in den Hintern zu geben, indem ich versuche, Gutes in meinem Leben zu tun, dem Geist Gottes viel Raum zu geben, mich leiten und das Licht von Gott hell scheinen zu lassen. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Es ist immer stärker und das Licht scheint hell, wenn Gott in mir leuchtet, wenn ich tue, was Jesus tun würde. Noch einmal Paulus. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Römer 8, 16. Wir haben es ein ganzes Stück selbst in der Hand. Wollen wir wirklich ständig kämpfen, ständig scheitern und ständig von unseren Gefühlen leiten lassen, Verletzungen, Zorn, Enttäuschungen? Oder wollen wir uns dafür entscheiden, Gottes Geist in uns wirken, ihn den Kurs bestimmen und damit diesen alten Gefühlen keinen Raum zu lassen? Es klingt fast verrückt, aber je abhängiger wir uns von Gottes Geist machen, je mehr wir uns an ihn binden, desto mehr Freiheit werden wir erleben. Ich strebe danach. Du auch? Sei gesegnet. Und Martin Luther schreibt, siehe, das ist die rechte geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, welche alle unsere Freiheit übertrifft wie der Himmel die Erde.